wenn es darum geht, wichtige Dinge in unserem Staat zu verändern oder sogar neu zu regeln, dann haben wir dafür vom Volk gewählte Abgeordnete, die über Gesetzesentwürfe abstimmen. Wenn wichtige Maßnahmen ergriffen werden sollen, haben wir dafür eine Bundesregierung in Berlin. Das sind ganz wichtige Elemente unserer Bundesrepublik. Aber der Begriff Republik ist doch eigentlich schon viel älter. Den gab es doch eigentlich bei den Römern schon. Wie funktionierte die Römische Republik? Welche Rolle spielte das Volk dabei? Und wer herrschte damals? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Rom, die antike Hauptstadt der Welt. 7 Könige regieren der Geschichtsschreibung nach über sie, ehe den Römern der Kragen platzt. Unzufrieden mit der Herrschaft des 7. Königs Tarquinius Superbus, vertreiben sie den Monarchen und errichten eine Republik. Der Begriff Republik stammt von dem lateinischen Res Publica, was so viel bedeutet wie gemeinsame öffentliche Sache. In einer Republik gibt es keinen Alleinherrscher. Die Macht geht nicht mehr von einem König, sondern von Teilen des Volkes aus. Wer bestimmt nun in der Römischen Republik über die Geschicke des Imperium Romanum? Würde man den antiken Römer fragen, so hätte er eine simple Antwort parat. SPQR, Senatus Populusque Romanus, also Senat und Volk von Rom. So stützt sich die Römische Republik auf 3 feste Säulen: den Senat, die Volksversammlung und die Magistrate. Der Senat gilt als das aristokratische Element der Verfassung. Er besteht vor allem aus ehemaligen Beamten, die von den Zensoren ausgewählt werden. Hauptaufgabe des Senats ist das Beraten der amtierenden Beamten. Da die Senatoren ein unglaublich hohes Ansehen genießen, ist ihr Rat unumgänglich. In seiner Anfangszeit besteht der Senat aus 300, später aus 600 und unter Caesar sogar aus 900 Mitgliedern. Die Volksversammlung besteht aus allen erwachsenen männlichen Bürgern. Frauen, Sklavinnen und Sklaven sowie Kinder sind außen vor. Die Aufgabe der Volksversammlung ist es, in verschiedenen Abstimmungsgruppen, den Komitien, die Magistrate zu wählen. Das einfache Volk der Plebejer hat seit den Ständekämpfen das Recht, eine eigene Versammlung abzuhalten. Hier wählt die Plebs 10 sogenannte Volkstribunen, die gegen die Maßnahmen der Beamten ein Vetorecht besitzen. Die Magistrate sind für die Regierung des römischen Staates verantwortlich. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Wer das höchste Amt im Staat, das Konsulat, erreichen will, muss zuerst alle anderen Ämter inne gehabt haben. Man spricht hierbei von einer Ämterlaufbahn, dem Cursus Honorum. Das Wort Honos bedeutet übrigens Ehre oder Ehrenamt. Die römischen Beamtenstellen werden also nicht vergütet, was wiederum bedeutet, dass nur reiche und adelige Menschen es sich leisten können, ein Amt auszuüben und hohe Summen für den Wahlkampf auszugeben. Schafft es doch einmal ein Emporkömmling ohne politische Vorgeschichte erfolgreich zu sein und vielleicht sogar Konsul zu werden, so wie Cicero, spricht man von einem Homo Novus. Insgesamt umfasst der Cursus Honorum 4 Stufen. Zunächst kann man ab einem Alter von 30 Jahren Quästor werden. Die Quästoren sind so etwas wie Finanzbeamte und kümmern sich um die Staatskasse. Die Ädile übernehmen sozusagen Polizeiaufgaben, sorgen also für Recht und Ordnung auf den Straßen. Zudem sind sie für die Ausrichtung von Spielen und für die Versorgungslage zuständig, also für Brot und Spiele. Als Prätor ist man für die Rechtsprechung verantwortlich. Für dieses Amt ist bereits ein Mindestalter von 40 Jahren nötig. Das höchste Amt haben die Konsuln inne. Sie leiten die Staatsgeschäfte und haben den Oberbefehl über das Heer. Die Römer haben aus der Königsherrschaft übrigens einiges gelernt. Darum gibt es für die mächtigen Ämter einige Prinzipien.
Einerseits ist die Dauer eines Amtes auf ein Jahr beschränkt. Zudem werden die Ämter immer von mindestens zwei Personen besetzt. Man darf auch nie mehrere Ämter gleichzeitig ausüben. Zwischen der Ausübung von zwei Ämtern muss außerdem ein Zeitraum von 2 Jahren liegen und man darf dasselbe Amt nicht zweimal hintereinander bekleiden. Durch diese Maßnahmen soll verhindert werden, dass ein Einzelner zu viel Macht erhält. In Krisenzeiten, so die Meinung der Römer, ist es aber vielleicht gar nicht schlecht, wenn eine Einzelperson schnell und unabhängig handeln kann. Daher können die Konsuln in Notsituationen einen Diktator ernennen. Dieser hat für einen Zeitraum von maximal 6 Monaten unumschränkte Befehlsgewalt, ehe er seine Macht wieder abgeben muss. In ihrer Grundidee ist die römische Verfassung für die damalige Zeit spannend und intelligent. Durch die Bürgerkriege und den Aufstieg Octavians geht sie aber letztendlich zugrunde und wird durch das römische Kaisertum abgelöst. Liebe Flossenfreunde, wenn euch die römische Kaiserzeit interessiert und wir auch darüber mal ein Video machen sollen, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, wenn ihr schon immer mal Konsul werden wolltet und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut!